2012 beginnt für Europas wichtigste Tourenwagenrennserie eine neue Zeitrechnung. Die DTM hat sich ein neues Reglement verordnet, um zum einen die Rennen für die Zuschauer spannender zu machen, andererseits werden die neuen DTM-Boliden aber die wohl sichersten Rennautos überhaupt sein. Und, ganz wichtig für die teilnehmenden Hersteller, die Kosten werden sinken. Diese Strategie hat bereits vor der ersten Saison Erfolg gezeigt. BMW steigt wieder in die DTM ein. Natürlich zähle auch ich die Stunden und ich glaube, jeder bei BMW Motorsport und wie Sie sagen, alle Fans, jeder fiebert dem Tag entgegen, wenn es zum ersten Mal dann für uns auch die grüne Startampel gibt. Gegenüber den langjährigen Konkurrenten Audi und Mercedes sollte der Neuansteiger aus München keinen Nachteil haben. Denn die Reglementsänderung bedeutet, dass alle Teams mit komplett neuen Autos antreten müssen, also quasi alle bei Null anfangen. Mercedes-Pilot Christian Vitoris zeigt uns die wichtigsten Unterschiede zum letztjährigen Auto. Hier haben wir das 2011er Modell. Ist natürlich schon ein richtiges Rennauto gewesen. Wenn man das aktuelle Auto hingegen sieht, ist es aber noch mal tiefer, also deutlich breiter. Der größte Unterschied fällt direkt ins Auge. Hier haben wir 4 Türen im Vergleich mit unserem aktuellen Coupé nur noch 2 Türen. Ist natürlich auch noch mal deutlich flacher geworden, das Auto. Dementsprechend haben wir auch hier rechts noch mal einen deutlichen tieferen Schwerpunkt, dementsprechend auch eine bessere Performance. Hier haben wir die 2012er Sicherheitszelle, die ist hier in dem Auto verbaut. In den silbernen Punkten ist dann noch mal zusätzlich der Überrollbügel verbaut. Die Sicherheitszelle ist zusammen mit BMW, mit Audi und dem DMSB entwickelt worden. Man hat hier richtig dickes Carbon, also da dringt so schnell nichts ein. Zusätzlich hat man noch mal diese Absorber, die auch beim seitlichen Aufprall oder seitlichen Einschlag nochmal Energie abbauen. Dasselbe auch nochmal für vorne und hinten. Dass alle drei Hersteller die DTM sehr ernst nehmen, zeigt sich unter anderem darin, dass sich BMW den amtierenden Meister Martin Tomczyk und DTM-Routinier Bruno Spengler von Audi bzw. Mercedes geholt hat. Mercedes setzt weiterhin auf eine Kombination aus jungen Fahrern, die das neue Mercedes Junior Team bilden, und richtig große Namen. Die ehemaligen Formel 1 Piloten Ralf Schumacher und David Coulthard sind die Aushängeschilder der DTM. Audi verzichtet traditionell auf Ex-Formel 1 Fahrer und stellt sein Team aus hoffnungsvollen Nachwuchstalenten und erfahrenen DTM-Piloten zusammen. 2012 ist der Start in eine neue DTM-Ära. Die Fans können sich aber weiterhin auf Rennautos freuen, die Spaß machen. Wer zum ersten Mal den imposanten Sound der 4-Liter V8-Motoren gehört hat, und auch nur ein wenig Benzin im Blut hat, wird den DTM-Boliden von da an verfallen sein. Die Serie setzt auf spannende Rennen, bezahlbare Eintrittspreise und Publikumsnähe. Bevor es in Hockenheim beim ersten Rennen ernst wird, feiern Fahrer und Fans traditionell die sogenannte Saisonpräsentation. In Wiesbaden gibt es den ersten Auftritt der neuen Autos und Fahrer mit Autogrammstunden, spektakulären Demorunden und Boxenstopp-Wettbewerben und dazu noch Konzerte. Eintritt zum Glück Fehlanzeige.